Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer Sendung Alles rund um den Hund. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema für alle Hundebesitzer und für die, die es noch werden wollen. Aber erst einmal begrüßen wir unsere Gäste, einmal unseren Stammgast und Experten Rüdiger. Guten Tag. Und heute konnten wir tatsächlich auch einen Special-Gast gewinnen, und zwar den erfahrenen Hund- und Futterspezialisten Rudi. Hallo. Und heute widmen wir uns mal dem Thema Nassfutter und beschäftigen uns mit den Vor- und Nachteilen dieser Fütterungsart. Bei der letzten Sendung hatten wir ja schon das Thema Trockenfutter. Da kann auch jeder mal reinschauen, der das eventuell verpasst hat. Da haben wir uns auch mit den Vor- und Nachteilen dieser Fütterungsart beschäftigt bzw. mit auseinandergesetzt. Und heute haben wir das Thema Nassfutter. Kennst du dich mit Nassfutter aus, Rüdiger? Vor allem ernähre ich mich von gutem Trockenfutter und Barf. Aber gelegentlich gibt es auch Nassfutter. Das schmeckt mir genauso gut. Für dich sind dann also alle Fütterungsarten in Ordnung? Absolut. Das Trockenfutter wird schön eingeweicht für eine leichte Verdauung und ein bisschen rohes Fleisch mit Obst und Gemüse ist immer lecker. Wo wir gerade von Obst und Gemüse sprechen, Rudi, ich habe gehört, du bist so ein richtiger Feinschmecker, auch was zum Beispiel Möhren und Äpfel angeht? Ja, also Essen ist im Allgemeinen eine feine Sache. Möhren, Eier, Äpfel, Fleisch, Joghurt, alles einfach top. Und wie sind dann deine Erfahrungen mit Nassfutter? Hauptsächlich liegt Trockenfutter im Napf. Aber beim Jenko, den kennt ihr ja auch, schlappere ich schon einmal die Reste raus. Es ist einfach so herrlich geruchs- und geschmacksintensiv im Gegensatz zu Trockenfutter. Das stimmt natürlich. Geruch und Geschmack sind natürlich deutlich intensiver bei Nassfutter im Gegensatz zu Trockenfutter. Aber gibt es denn da noch weitere Unterschiede? Es hat einen geringeren Energiegehalt als Trockenfutter. Daher kann man den Napf ordentlich vollschlagen, auch wenn man auf Diät ist. Dadurch kann es für den Menschen natürlich oft etwas teurer werden. Für Menschen ist Nassfutter eher unpraktischer. Oftmals teurer, weniger lang haltbar und durch die Dosen auch schwieriger im Transport und in der Lagerung als Trockenfutter. Ganz zu schweigen von Müll, der produziert wird. Gibt es denn noch irgendwelche Vorteile gegenüber dem Trockenfutter? Es hat natürlich einen deutlich höheren Wasseranteil von etwa 70%. Das ist vor allem für Wenigtrinker gut und das Futter quält im Magen dementsprechend auch nicht weiter auf. Auch ist dort der Anteil tierischer Proteine meist deutlich höher. Auch hier gilt es natürlich wieder auf ein gutes und hochwertiges Futter zu achten mit guten Inhaltsstoffen und dass dem Futter halt eben keine günstigen und unnötigen Füll- und Konservierungsstoffe zugesetzt worden sind. Bei Trockenfutter werden gern mal günstige und unnötige Füllstoffe verwendet und Lebensmittel, die gerne Allergien auslösen. Das Problem besteht bei Nassfutter in der Regel weniger. Trotzdem muss man genau lesen. Absolut. Da könnt ihr beide ja dann auch mal eine Empfehlung für ein gutes Hundefutter abgeben. Rudi? Also ich bekomme ja The Good Stuff und das kann ich auch absolut empfehlen. Davon gibt es auch ein Nassfutter. Sehr hochwertiges Futter mit guten Inhaltsstoffen und hohem Fleischanteil und vor allem sehr, sehr lecker. Und welches Futter kannst du uns empfehlen, Rüdiger? Ich empfehle Raiko Vital. Super Futter mit tollen Zutaten, keine unnötigen Inhaltsstoffe und sehr gesundheitsfördernd. Also, The Good Stuff und Raiko Vital. Zwei wirklich sehr, sehr gute Hundefuttersorten. Wenn ihr euch da etwas mehr zu informieren wollt, vor allem zu dem Thema Raiko Vital, dann schreibt uns gerne entweder eine E-Mail-Adresse, die blenden wir mal hier unten ein, also hallo@unterwegs-mithund.de oder natürlich auch auf Instagram, da sind wir natürlich auch zu erreichen, da heißen wir einfach Samira und Jenko. Dort könnt ihr uns natürlich immer schreiben und euch ein wenig zu den Futtersorten beraten und könnt eure erste Bestellung bei Raiko Vital auch über uns tätigen und danach bekommt ihr dann einen Zugangscode zu dem ganzen Portal und könnt dann die Futtersorten selber auswählen. Am Anfang kann ich euch dabei ein bisschen beraten, welche Futtersorte denn für euren Hund tatsächlich die geeignetste ist. Und auf Instagram findet ihr auch tolle Bilder. Aber nicht von mir. Das stimmt, aber ab und zu laden wir Rudi ja bei uns ein. So ist es. Und nun sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Wenn ihr weitere Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentarbox. Gebt dem Video mal ein Like und lasst doch einfach mal kostenlos ein Abo da. Dann verpasst ihr hier auch keine spannenden Beiträge mehr, wenn es wieder rund um den Hund geht. Wir diskutieren hier wirklich spannende Themen immer mit unserem Experten Rüdiger. Und wir haben natürlich auch immer mal wieder irgendwelche Gastauftritte von anderen erfahrenen Hunden, die ihre Meinung dazu abgeben können. Also gebt uns gerne mal ein Abo. Wir freuen uns über jeden, der hier ein wenig teilhaben möchte. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Sendung. Da werden wir uns dann natürlich mit dem Thema BARF beschäftigen und auch mit den Vor- und Nachteilen dazu. Also vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Unterwegs mit Hund.